Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich bringe immer wieder ganz, ganz viele Sendungen von Ärzten, von Medizinern und wir reden so vieles über Gesundheit, aber ich höre nie oder wirklich fast gar nie etwas, dass auch Gesundheit über die Haut ein wesentlicher Aspekt ist. Ich habe das lernen dürfen durch mehrere Sendungen mit der Helena Peters, eine sehr versierte Kosmetikdame, die einfach viel, viel weiß über diesen Müll da, wie wir uns auf die Haut schmieren oder über die Kopfhaut einmassieren. Und ich möchte an dieser Stelle einfach weitergehen, weiterreden mit der Dame, um mir einfach ein ganzheitliches Bild verschaffen zu können, was wir wirklich Gutes tun können für uns und was eigentlich eben nicht gut ist für uns. Ganz herzlich willkommen, liebe Helena Peter. Herzlich willkommen, dass du wieder da bist. Hallo, Helena Alexander. Paulus, jetzt habe ich Peters gesagt. Ich wollte dich gerade korrigieren. Danke, Helena, aber ich habe es gemerkt. Helena Paulus. Ja, ist auch ein schöner Name, ist ungewöhnlich eigentlich. Paulus, woher kommt das? Naja gut, Paulus, also A, ist das mein früherer angeheirateter Name. Aber Paulus, ich finde es sehr schön, weil es sinnbildlich von Saulus zu Paulus, Paulus ja, steht für Transformation in meinen Augen. Ja. Und was wir tun, ist ja auch Transformation auf der Haut, also passt das wunderschön. Zeitgleich Helena ist ja kommt ja von Helios, Licht, und in, ich als Kosmetikhersteller habe in meinem Namen zweimal Licht, Re-Light, D-Light. Ja, das ist der Schlüssel. Und Achtung, das bedeutet ja was. Wir haben uns ja was dabei gedacht. Re-Light, D-Light soll ja so etwas heißen wie entzünde, entfache die Wonne, die Freude, in dem Fall auf deiner Haut. Bravo, herzliche Gratulation. Toll. Ich habe mich immer gefragt, wieso kommt der Name so kompliziert daher? Okay, gut. Ich möchte heute mit dir eigentlich ein bisschen über Nährstoffe reden. Und zwar habe ich das eigentlich erst von dir gelernt, dass wir eigentlich über Cremes eigentlich eine Funktion nutzen könnten, indem wir unsere Haut ernähren. Ich dachte eigentlich immer so aus meinen Ausbildungen her und von dem, was ich gehört habe, dass wir, was wir essen, letztendlich die Nahrung ist für die Haut. Also dass wir wie innen so auch außen, und von dir höre ich, nee, das eine muss das andere nicht ausschließen, wir können auch von außen her Nährstoffe zuführen. Ja, und zwar gezielt, indem wir das auf der Haut auftragen, denn natürlich wird unser Körper, hat immer auch was übrig für unsere Haut, aber erst nachdem er lebensnotwendige Organe versorgt hat. Ja? Und wenn unsere Nahrung, man weiß, ein Apfel von heute hat ca. 25% der Nährstoffe eines Apfels von vor 20 Jahren und der war schon nicht optimal. Das heißt, unsere Nahrung hat schon lange nicht mehr diesen Nährwert, um uns optimal eben zu unterstützen in unserem Körpergeschehen, und natürlich umso weniger fällt für die Haut an. Und es ist sinnhaftig, Haut zu unterstützen, wenn man wirklich gute Nährstoffe einsetzt. Über was, da komme ich noch darauf zurück, aber was mir so speziell immer wieder höre, ist die Antifaltencreme. Mhm. Tun die wirklich was, diese berühmten, teuren, werbewirksamen Antifaltencreme, was heißt nach 2 Wochen schon sichtbaren Erfolg? Tut das wirklich was? Kann man das vertrauen oder... Also man kann immer vertrauen, wenn die Inhaltsstoffe sauber und gut sind, ja, und wenn sie in der richtigen Dichte vorkommen und wenn keine Füllstoffe im Produkt vorhanden sind. Das heißt, ich würde das jetzt anhand von dem erklären, was ich gerade gesagt habe. Ein gutes Produkt verzichtet zu 100% auf jegliche Art von Füllstoff, denn ein Füllstoff füllt das Produkt auf, bietet aber keinen Nährwert für die Haut. Füllstoffe sind Glycerin, ob pflanzlich oder synthetisch hergestellt, unabhängig. Sorbitol, Caprylicapriltriglyceride, Mineralöle, Silikonöle und noch eine Bandbreite mehr. Das sind Füllstoffe, die geben der Haut nichts, nehmen der Haut aber was, zum Beispiel Feuchtigkeit. Und nur eine feuchte Haut, das kennen wir ja von Babyhaut, die ist ja noch richtig prall und feucht. Und die kleinen Kinder, die sehen ja so wie mit ihren Apfelbäckchen und da ist ja alles so gut gefühlt, die haben einfach noch ein perfekten Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Aber nicht unbedingt, wenn sie schon mit schlechten Stoffen gewaschen wurden und dann zum vielleicht eben mit sehr erdölhaltigen Produkten gepflegt wurden, ja, weil das verdient das Wort den Namen Pflege nicht. Dann kann man da schon anfangen, Abstriche zu machen. Jetzt ist die aber von Haus aus immer noch, das System ist jung, das heißt, es kann dem eine ganze Weile gut entgegenhalten. Das ist das Erste. Das erste Credo, keine Füllstoffe. Und das Zweite,
keine Toxine, nichts, was die Hautzelle belastet, nichts, was das Hautorgan versuchen muss, wieder rauszuschmeißen aus dem System. Oder wenn es das nicht schafft, im Körperinneren einzulagern, in meinem Bindegewebe, Fettgewebe, in meinen Zellen, in meinen Organen, gibt es einen Haufen Substanzen, die ich aus teurer und günstiger Kosmetik in mein Körpergeschehen einschleuse. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, wenn ich eine Basis schaffe, und Basis können immer nur Öle sein, und es müssen kalt gepresste Bio-Wirköle sein. Das heißt, die dürfen nicht durch einen Raffinationsprozess gegangen sein, und das ist kein Maßstab in zertifizierter Bio- und Naturkosmetik. Das heißt, das ist überhaupt kein Muss und wird auch nicht gelebt, denn es ist für einen Hersteller durchaus anstrengend, kalt gepresste Öle einzusetzen, aber das ist das einzig Richtige, ansonsten brauche ich keine Kosmetik. Das heißt, hier muss ich kalt gepresste Öle einsetzen und am besten auch hochwertige Öle, die wirklich, also jetzt nicht zum Beispiel ein Olivenöl oder ein Sonnenblumenöl, sondern wirklich ein hochwertiges, ein Hanföl, ein Macadamia-Nussöl, Öle, die wirklich, jetzt sage ich mal zu diesem berühmten Begriff Anti-Aging, die so viele Mineralstoffe, Vitamine, Enzyme haben, dass sie wirklich der Haut Kraft, Energie, essentielle Fettsäuren oder also einfach Fettsäuren im Enzym und alles das bieten, um was sie braucht, um sich aufzubauen. Das ist das Zweite. Zu wissen ist, dass ein Öl singular aufgetragen auf die Haut nicht wirklich von der Haut verstoffwechselt werden kann. Das heißt singular? Also einfach nur ein pures Öl. Ein pures, nicht, weil nein. Das wird ja oft auch gemacht, habe ich ja, also schon gelesen, nicht, dass die Leute einfach sich Öl einschmieren. Ja nun, also es ist ja so, wenn das alles mit so viel Wasser ist, ja, und ein Öl, wir haben zum Beispiel in Kosmetikprodukten Wasser als Trägerstoff, deswegen sagt man auch gerne, wenn du aus der Dusche steigst, nutze ein Öl, ja, weil das würde man das Wasser als Trägerstoff verwenden, genügt aber nicht, dann wird der hauteigene Lipidfilm als ein Emulgator fungieren und selbst dann ist es nicht zwingend drin und das bedeutet, ich missbrauche erstmal etwas von mir selber, um etwas verfügbar zu machen. Und das ist nicht der Weg. Ein Öl wird gut verfügbar gemacht, wenn es kalt gepresst bio ist. Es wird ein natürlicher Emulgator hinzugegeben, der Trägerstoff Wasser. Und dann ist es fürs Hautorgan noch verfügbar. Und man braucht den eigenen Lipidfilm nicht mehr dafür, um das verfügbar zu machen. Und dann natürlich muss es auch bei der Herstellung nicht zu große Temperatur ausgesetzt sein, sonst sind die ganzen Enzyme wieder futsch. Das ist das Zweite. Das ist die Basis. Keine Füllstoffe, keine Toxine, kalt gepresste Bio-Wirköle, das Dritte. Das Vierte ist, dass ich wirklich Wirkstoffe in ihrer optimalen Einsatzkonzentration anbiete. Das heißt, so wie die Haut es braucht und auch möchte und verstoffwechseln kann. Nehme ich zum Beispiel körpereigene Stoffe, wie die zum Beispiel mein Körper auch produziert, nehmen wir mal an Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ja an sich, das haben wir überall in unseren Gelenken als Schmiermasse und das haben wir natürlich auch in der Haut, in unserem Kollagennetz ist das, in unserem Bindegewebe, Kollagen und Elastinfasern ist es ja auch als ein Füllmittel unter anderem. Ich glaube, der Körper baut es bis 25 auf und dann nimmt es ab, oder? Genau, genauso wie Kollagenfasern, ja, das fängt dann an, sukzessive rückgängig zu werden. Natürlich denkt man dann, hey, das Netz setze ich ein, Körper baut es ab, also gebe ich es wieder zu. Jetzt muss man aber wissen, und das ist etwas zum Beispiel speziell auf körpereigene Stoffe besonders interessant, Hyaluronsäure haben wir in unserem Körper. Und wenn ich jetzt einen hochdosierten, also ein Produkt nehme, wo Hyaluronsäure hochdosiert drin ist, dann passiert Folgendes. Hyaluronsäure ist auch sehr wasserliebend. Es wird, wenn es hochdosiert ist, sehr viel Wasser an sich binden, wird natürlich die Haut auch prall aussehen lassen und dann erkennt der Körper, hey, da ist ein Haufen Hyaluronsäure auf mir drauf. Ja? Das ist zu viel. Damit kann ich nichts anfangen. Und er setzt einen Prozess in Gang, den wir in unserem gesamten Körper kennen. Er baut ein Enzym auf und das die Hyaluronidase und es baut das überschüssige Hyaluron wieder ab. Das heißt, ich habe teuer Geld. Ganz einfach, da muss ich noch mehr nachschütten. Ganz wichtig, das Prozess muss noch zu Ende gedacht werden. Mhm. Also, ich habe viel Hyaluronsäure aufgetragen, die ein günstiger Stoff ist. Und wenn sie hochwertig ist, dann gewinnt man sie auf Bakterien gewachsen, wenn sie günstig ist, aus Hahnenkämmen. Und dann würde ich sie auf die Haut auftragen, habe ein zu viel, Körper sagt, hey, zu viel vorhanden, sieht zwar optisch erstmal gut aus, ne? Sehr viel Wasser ist gebunden, da ist ein sofortiger, so ein Wow-Effekt, ne? Und der Kunde denkt,
Natürlich, ihr guckt in den Spiegel und sagt, hey, wow, sehe super aus. Ne? Dann baut der Körper die Hyaluronsäure ab. Und wann hört unser Körper auf, etwas wieder zu produzieren über dieses Enzym, die Hyaluronidase? Wenn ein Mangel entsteht. Das heißt, der Körper hat vorher zu viel, baut ab und irgendwann merkt er, hey, ich habe zu wenig. Das heißt, er hat körpereigenes Hyaluron abgebaut und merkt, ich habe zu wenig und dann hört er erst auf. Der Kunde im Spiegel sieht, Effekt ist weg. Ich habe über die Zeit immer weniger an Hyaluron und wird es also immer wieder benutzen. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Ja. Genau, weil er ja immer wieder auch diesen Suggestiveffekt hat. Aber das machen ja die Schönheitschirurgen häufig mit der Hyaluronsäure einspritzen sogar. Ja, auch das baut sich ab, wie man weiß. Ja. Und es gibt also zu Sachen, die sage ich mal, sogar sehr gut verkäuflich sind, gibt es nicht ganz so viele Studien. Das heißt, wir wissen gar nicht so genau, wann und wie viel und wie schnell baut sich das ab, wie viel vom Körpereigenen baut sich ab, weil das natürlich, das ist auch ein lukratives Geschäft. Aber Hyaluronsäure ist nichtsdestotrotz ganz gut, wenn man in der richtigen Einsatzkonzentration das einsetzt. Das heißt, niedermolekular bis 0,2%, aber auch 0,2%, ja, weil man darf schon mit 0,1 werben, aber 0,2 sind optimal. Hochmolekular 0,3%. Mehr darf es nicht sein. Ja? Und dann ist es eine Addierung. Der Körper kommt nicht in einen Abbau. Damit, ne, das erkennt er als okay an. Das ist für mich in Ordnung. Das tut mir gut. Und das ist jetzt nur ein Stoff. Und so verhält sich das mit allen. Ja? Noch kurz, was wird denn verkauft? Nicht 0,1 oder 0,3? Man kann auch mit 2% welche geht finden. Das so ja, hoch raus, also das, da ist die Grenze nach oben. Also es wird für alles gibt es eine Bemessungsgrenze. Da ich das ja nicht in dieser Konzentration jemals einsetzen würde, würde ich auch, das mir ist auch egal, wie viel man da reinmachen kann. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite an wunderbaren Inhaltsstoffen, ja, an Stammzellen. Das ist ein Verjüngungsfaktor ohnegleichen, weil Stammzellen sind ja Zellen, aus denen kann alles werden. Die sind omnipotent. Das ist eine Zelle, die einfach hat alles in sich. Und je nachdem, wo sie im Körper ja ist, kann sie zu einer Leberzelle werden, zu einer Hautzelle. Und wenn man Stammzellen auf die Haut aufbringt, dann ist es ja eine intakte Zelle mit einer Membran und das bricht die Haut. Die Haut bricht es für sich auf und nutzt das alles, was ist ja alles da drin vorhanden. Ja? Noch nicht ausgebildet unbedingt als Vitamin und so, aber es ist ein unglaubliches, dieses Potenzial allein. Was das gibt, eine Kosmetik mit Stammzellen. Ja, und dann zum Beispiel, oder aber Liposome. Liposome sind so wertvoll. Liposome, die sind unseren Hautzellen unglaublich ähnlich. Und man hat ganz viele hervorragende Testergebnisse dazu, wo man sieht, zum Beispiel für Faltenauffüllung sind 5-10% schon ganz hervorragend. Man wird aber lange suchen, bis man ein hochwertiges Liposomprodukt mit dieser Konzentration findet. Bei entzündlichen Prozessen sind sogar bis 30% gut und da ist auch ein Schluss. Und das würde man zum Beispiel bei Akne, bei Rosacea, bei verschiedenen entzündlichen Prozessen anwenden. Und natürlich jedes Prozent mehr tut auch die Falte gut, sage ich mal. Ja, dass sie, also ich rede hier immer über die unterernährten Falten und nicht die schönen Lebensfalten, wie ein Lachfältchen ist. Ja. Da habe ich auch hier, glaube ich, gerade eine, wo wir mal noch bitte anschauen mögen. Ja. Also das ist, hier würde ich halt gerne einfach sagen, was ist die Haut möglich, was ist ihr möglich zu leisten? Man sieht die Dame, die hatte vor, ihre persönliche Geschichte ist, die hatte 21 Jahre zuvor diesem Bild einen Autounfall. Damals hat man noch keine Gurtpflicht gehabt und die gesamte Stirn ist bei einem Autounfall an der Scheibe kleben geblieben. Mhm. Die wurde dann wieder transplantiert und seitdem hatte diese Dame diese Dellen, die oft sehr, sehr rot waren. Sie musste immer Camouflage verwenden, sie hat immer auch einen Pony getragen, jeden Windhauch gefürchtet, ja, weil es für sie ganz schlimm war. Sie hat auch ganz viel probiert, Hyaluronsäure-Unterspritzung, um das aufzuheben. Also alles Mögliche, was so die Schönheitschirurgie bietet. Und war einfach sehr, sehr unglücklich. Sieht man ja auch schon ganz gut an den Augen. Ja, das ja, Mensch ist ein harter Blick. Ja. Hier ist es, dass Menschen schicken uns ja diese Bilder, ja, das sind WhatsApp-Bilder. Wenn man das nächste Mal sieht, vielleicht sieht man es da besser. Ja, genau. Hier kann man einfach sehen, wie sich das anfing zurückzubilden. Ja, man kann aber auch sehen, wie die Nasolabialfalten und die anderen Falten sich immer verbessert haben. Ich finde, also ich wollte damit sagen, dass die Lichtunterschiede, das sind einfach Menschen, die schicken uns das und wir nehmen das einfach gerne, so wie wir es bekommen. Auch die Augenfalten, also diese Dame, die ist natürlich hell im Glück, die braucht keinen Camouflage. Das war genau, das sieht man mal aus der Nähe. Und jetzt das nächste würde man sehen, könnte man gut gegeneinander halten. Mhm. Ja, dann könnte man sehen. Vorher. Ja,
Ja. Und das war ein Prozess von 1,5 Jahren. Jetzt muss man sich mal überlegen, das finde ich das Spannende daran. Diese Haut hat 21 Jahre super zuverlässig diese Narbe in dieser Form, in dieser Rötung nachgebildet. Ja? Und nach 1,5 Jahren intensiven Nährens der Haut konnte sich das aufbauen. Also die Narbe war in sich flacher, in sich weicher, in sich weniger gezeichnet und hat auch diese Rötungen verloren. Und das bedeutet, was bedeutet das? Das habe ich auch bei Aknenarben beobachtet. Wenn Menschen durch eine schwere Pubertät mit Akne gegangen sind, haben sie oft tiefe Aknenarben. Genau, ja? Und wir konnten auch, genau, wir konnten auch so nach 1,5 Jahren sehen, dass sie sich geschlossen haben. Und das war mir erstmal eine ganze Weile, habe ich darüber überlegt, wie ist das möglich? Ja? Wie geht das? Und das fand ich super spannend, weil, und das ist auch eine wichtige Botschaft, die würde ich gerne direkt an Sie platzieren, die Haut hat ein Zellgedächtnis, ganz offensichtlich. Wir haben quasi diese Haut, diese Frau hat 21 Jahre lang dieses Narbengebilde nachgebildet. Mit Nahrung war die Zelle fähig, das negativ gespeicherte Zellgedächtnis zu löschen und ein neues, schönes, gesundes Zellgedächtnis zu bilden, was ihr zu dieser Optik verholfen hat. Und das ist einfach, daran merkt man, wir sind als Menschen, wir sind so potent. In uns steckt eine solche Heilungskraft, ein Heilungswille und auch eine, für, wir wollen ja auch so, auch die Schönheit gehört dazu. Ja? Wenn ich mich schön fühle und schön aussehe, dann geht es mir gut. Mhm. Ja? Es ist nicht für jeden wichtig, faltenfrei zu sein oder sowas. Ja? Das ist ja meistens Frauengeschichte. Ne? Aber auch Männer mögen es immer mehr. Aber es geht einfach darum, dass wir uns wohlfühlen mögen. Und das sind noch ein paar Bilder, das würde ich gerne mal zeigen, weil man sieht der Dame das auch im Gesicht an. Das ist eine Dame, die hat lange Zeit Rosazea gehabt. Eine recht häufig vorkommende Hauterkrankung. Und Rosazea wird, es heißt, man kann nichts für sie tun. Schulmedizinisch wird mit antibiotischen Salben und Antibiotika gearbeitet. Und die Menschen sehen immer schlechter damit aus. Es verschlechtert sich das Bild. Entzündliche Pusteln und auch das Hautgefühl ist ein sehr schlechtes. Und wenn wir weitergehen, dann kann man sehen, wenn man die Haut, es ist schon besser geworden und nochmal eins weiter. Und hier sieht man, es ist schon wirklich sehr gut geworden. Wenn man das erste Bild gegen das andere hält. Schauen wir noch mal. Das erste gegen das andere. Ja, das ist auch nicht schlecht, das ist der Vergleich. Ja? Alle vier aufs Mal. Ja, genau, alle vier. Und wenn wir da mal das sehen, und das finde ich das schön, und da, ich habe eben davon gesprochen, wenn man sich schön fühlt, ja, wenn man die Dame sieht da oben, wir sagen, wir bieten den Menschen, wenn wir sie beraten und begleiten auf ihrem Weg zu Hautschönheit und auch zu gesunden Zellen wieder, denn wir sind ja alle aus einer Zelle geworden, also deswegen ist die Zelle einfach unglaublich wichtig, und dann sehen wir, dass sie ja, sie ist wirklich sehr unglücklich, ja, und man sieht einfach, wie viel Glück sich in ihr generiert, und das ist das, wo ich mich persönlich freue, wo ich denke, es ist einem Menschen geholfen. Man sieht das Augenleuchten. Ja, es genau. Ist einfach, es ist wieder Leben da, gell? Und das ist die das, Seele was mich beglückt und was ja, es einfach so bitte, wert macht. Einfach ja? Nochmals auf die Augen schauen, liebe Damen und Herren. Ja. Ich finde das so schön zu sehen, dass da plötzlich Leben reinkommt. Und das ist mein persönlicher Mehrwert. Ja, ja, dafür, ja, ja, ja. Dafür bist du auch ein Engel, hä? Ja, also tatsächlich, ein Vertriebspartner von uns nennt sich Hautengel. Das fand ich sehr süß. Ah, ja. Gut, das hat aber eine Kundin gesagt, ihr seid die Hautengel. Ja? Und dann haben wir das so weitergegeben. Und hier habt ihr eigentlich auch gearbeitet, der mir Nährstoffe reingegeben hat. Also sicher mal, ganze Kosmetik weg, kein Gift, nicht mehr Schaden. Und zwar sofort. Immer komplett bedacht, weil es ist ein Hautorgan. Ne? Es hat keinen Anfang, kein Ende. Mhm. So wie Alpha und Omega. Ja, so, also es ist wirklich so ein Ganzes. Mhm. Und man darf nicht sagen, okay, womit ich mir die Zähne putze, ist egal, ja, weil nein, weil wenn die, über die Lippen geht es in meine Mundschleimhaut über und hat einen Direkteffekt, ist auch verbunden und hier muss das ganze Organ betrachtet werden. Das heißt, wenn jemand auf uns zukommt, dann erklären wir ihm erstmal die Haut als solches und dann wird komplett umgestellt von Haarpflege über Gesichtspflege, Körperpflege, dekorative Kosmetik, denn es darf einfach kein Füllstoff drin sein, kein toxischer Stoff, nichts, was nicht ernährt. Es muss einfach stimmen, ja. Und ich fände in dem Zusammenhang, wäre es mal wichtig, damit wir verstehen, warum ist das so wichtig, dass man wirklich so radikal ist, ja. Radikale Verzicht, also, ja, wo man sagt, Freiheit von Toxinen, Fülle an Nährstoffen, ja, das ist einfach so radikal zu bewerten, ist wichtig, wenn man versteht,
wie die Haut aufgebaut ist, wie sie funktioniert, wofür sie steht. Und dazu haben wir von unserer Dr. Maus, unserer Doktor der Naturwissenschaften, einen Film über Haut. Und ich fände, das wäre gut, wenn wir ihn jetzt dazu sehen könnten. Haben wir gleich noch die Zeit? Machen wir gerne. Viel Spaß, liebe Damen und Herren. Hallo, liebe Zuschauer. Ich bin Dr. Maus, promovierte Biologin und möchte heute mit Ihnen über ein Organ der Superlative sprechen. Und zwar über unsere Haut. Wussten Sie, dass unsere Haut das größte, schwerste und auch dünnste Organ ist? Und egal, wo wir berührt werden, wir spüren es sofort, denn sie ist auch unser größtes Sinnesorgan. Unsere Haut schützt uns vor äußeren Einflüssen wie UV-Strahlung, Hitze und Kälte. Sie wehrt unliebsame Eindringlinge ab und kann mithilfe der Sonnenenergie Vitamin D3 produzieren. Unsere Haut nimmt auch Wirkstoffe auf, speichert Wasser, Fette, Salze und genauso scheidet sie auch Stoffwechselprodukte aus. Das bedeutet, sie ist auch ein Entgiftungsorgan. Und um die Physiologie der Haut nun genauer zu verstehen, schauen wir uns ihre Anatomie mal etwas genauer an. Die Haut, die besteht aus 3 Schichten, der Oberhaut, der Lederhaut und der Unterhaut. Da die Oberhaut ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt ist, muss sie sich permanent erneuern und besteht aus 5 Schichten. Die unterste ist die Basalschicht bzw. Basalmembran, die hauptsächlich aus Keratinozyten besteht. Das sind Zellen, die sich unentwickelt teilen und dadurch immer weiter von unten neue Zellen nach oben schieben. Auf ihrem Weg nach oben durchlaufen diese Zellen dann verschiedene Differenzierungsstadien, bis sie schließlich verhornt sind. Daher übrigens auch der Name Keratinozyten, denn diese Zellen produzieren reichlich Keratin, das Protein, was die Grundsubstanz vom Horn darstellt. Ja, und schließlich sterben diese Zellen ab und bilden dann unsere Hornschicht. Die ist vergleichbar mit einer Mauer aus Steinen und Mörtel. Die Steine entsprechen dabei den toten verhornten Zellen und der Mörtel den sogenannten Hornfetten. Neurodermitiker beispielsweise haben eine Störung in der Hornfettproduktion, weshalb deren toten verhornten Zellen nicht mehr richtig von den Hornfetten zusammengehalten werden, was man dann schließlich auch als weiße, schuppige Schicht auf der Haut erkennt. Übrigens, unsere Hornschicht bildet auch gemeinsam mit dem Hydrolipidfilm, der wiederum aus Talg und Schweiß besteht, unseren sogenannten Säureschutzmantel, der wie ein Immunsystem von außen wirkt. Die mittlere Schicht ist die Lederhaut. Sie ist ein dichtes Bindegewebe, das hauptsächlich aus Kollagen und Elastinfasern besteht und für die Elastizität, Flexibilität und auch die Festigkeit der Haut sorgt. In ihr eingebettet befinden sich außerdem Schweiß- und Talgdrüsen, Haarwurzeln, Tastsinneszellen, Nervenfasern, Wärme- und Kälterezeptoren sowie Blutkapillare und Lymphgefäße. Die dritte, unterste Schicht ist die Unterhaut. Sie besteht aus Arterien, Venen, Bindegewebe und Fettzellen. Die Fettzellen dienen als Nährstoff und auch als Wärmespeicher. Sie polstern darunter liegende Strukturen ab und geben schließlich unserem Körper auch seine Figur. Ja, unsere äußere Hülle ist uns perfekt auf den Leib geschneidert und, im wahrsten Sinne des Wortes, ein echter Allrounder. Alle 28 Tage erneuert sie sich und das Erstaunlichste ist, wie ich finde, dass unsere Haut und so auch jede Zelle unseres Körpers über ganz außerordentliche Selbstheilungskräfte verfügt, die aktiviert werden können, wenn wir der Zelle genau die Nährstoffe geben, die sie dafür benötigt. In diesem Sinne, alles Liebe, Ihre Dr. Maus. Ja, das war jetzt auch noch ein wunderbares Schlusswort und auch sehr erklärend. Danke ganz herzlich, dass du auch dieses Video mitgebracht hast. Ja. Ich finde einfach, und da möchte ich wirklich in die Bresche hauen, ich glaube, das, was du machst, ist extremst wichtig und müsste eigentlich eine medizinische Abteilung werden oder letztendlich, letztendlich auch gelehrt werden, dass ja. man sehr vieles über die Haut machen kann und die Ursachen von solchen Erkrankungen wie von diesen Bildern, die wir da gesehen haben, nicht immer nur im Innern zu suchen sind, sondern auch im Außen behandelt werden können. Und
Bravo, 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 dass du diesen Weg gehst. Und ich wünsche eurer jungen Firma unglaublich viel Glück und Segen und mögen ganz viele Menschen da draußen davon Kenntnis haben, dass es sehr wertvoll ist zu wissen, was wir hier auf die Haare schmieren, was wir uns auf die Haut cremen, wie wir uns schön machen wollen, mit welcher Kosmetika. Das ist ganz entscheidend. Bitte gestatte mir noch eine abschließende Worte für kurz 10 Sekunden. Wo kann ich mich schlau machen, wenn ich noch mehr Informationen haben möchte neben dieser Sendung? Gerne und bei uns auf der Webseite www.relight-delight.de gerne eine Beratungsanfrage buchen und wir empfehlen auch noch andere Quellen dann, wo man dann nachschauen kann. Also es gibt viele schöne, gute Super. Quellen dann. Ja, ich glaube, eins ist doch dieser Giftcocktail, das Buch, was du mir mal erwähnt hast. Ach, der Vorwort, Rüdiger Dahlke, ja, das ist ja cool. Giftcocktail Körperpflege, auch ganz, ganz ein wichtiges Buch. Ja, wir sind heute wirklich besegnet mit diesen Informationen, aber auch ein bisschen erschreckend, aber auch hoffnungsvoll zu sehen, was alles möglich ist, liebe Damen und Herren. War mir eine große Freude, Ihnen etwas über Kosmetik vorstellen zu dürfen oder zu erklären, dass es nicht immer so ist, wie wir immer denken oder wie uns die Werbung immer suggeriert. Wir müssen kritisch sein, wir müssen hinterfragen, wir müssen lesen lernen, was da drin ist. Und wenn wir es nicht verstehen, ruft einfach an. Es gibt da eine Hotline bei der jungen Firma, die sich da bemühen, euch zu erklären, was das für eine Beratungsanfrage stellen, und dann können Sie dort fragen, ob diese Stoffe, die da in dieser Kosmetika drin sind, wirklich gut sind oder ob es da irgendwelche Bedenken gibt. So, das war's für heute. Alles Gute auch dir nochmals. Vielen und Dank. Ihnen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.